So Leute, hallo und herzlich willkommen zu Marauders. Der Herzog hat mich darauf hingewiesen, dass es jetzt so ein Escape from Tarkov gibt, aber im dystopischen Weltall. Also ihr seht, die Waffen sind auch ein bisschen älter, aber es ist im Weltall. Wir sind Piraten, wir fliegen eine Fregatte, wollen andere Leute überfallen. Das sind die Runs. Da gehen wir rein und gehen wieder raus mit Loot. Hallo Sterzig. Hey, was geht, na? Ja, wenn wir hier auf Ausrüstung sehen, gehen, aber seht ihr auch schon. Was denn? Nee, mach erstmal weiter. Ja, du darfst ruhig Dinge sagen. Nee, ja, ich wollte gerade sagen, das ist gerade so ein Kreis, der sich schließt. Ne? Unser erstes Video zusammen. Stimmt, das habe ich heute Morgen auch gedacht. Unser erstes Video zusammen war ja Escape from Tarkov mit Hakainen und Stechsterzig. Das habe ich fast versprochen. War das wirklich unser erstes? Das war unser erstes gemeinsames Video, ja. Okay. Escape from Tarkov. Wunderschön. Ja, krass. Ja, also, anyway, ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall haben wir hier auch, ne, Quests, Waffen. Konserven haben wir. Unser Hangar. Eine schöne Mauser M712 haben wir auch. Mein Schiff heißt Rostkübel. Wo siehst du dein Schiff? Bei also, Hangar. Hangar. Ja, also. Rostkübel, ja. Leute, da finden wir mit der Zeit rein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal, Sterzig, bist du noch da? Es ist gerade mega abgehackt gewesen, bei dir auch? Hä, ich habe auf bereit geklickt und auf einmal war jeglicher Sound weg. Sam, ich habe nicht bereit, warte, ich drücke jetzt auch mal bereit. Nee, bei mir ist alles gut. Okay, das war ja heftig. Ja, tatsächlich, aber wahrscheinlich ist das Spiel ähnlich komplex, vielleicht ein bisschen weniger als Tarkov, aber ich will noch nicht den Tag vom Abend loben, ne? Vielleicht ist ist ja auch der Lobende. Also richtig. Wir haben ja hier auch den Early Access, EA, Silent Gang. Von daher, der Schmutz ist weg. Wir haben $65,000, wir haben Stufen, wir haben tägliche Verträge, mal gucken, was alles zu tun gibt. Und die Frage ist auch, ist es PvE? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall PvE, aber ich glaube, ansonsten sind das safe auch noch andere kleine Rämschaumsoldaten, ne? So, okay. Moin. Oh Gott! Alter, ich bin wirklich ein Vollidiot. Ja, das war eine weitere Folge Marauders. Woher kam das jetzt? Warum? Ich muss aber die. Also, das war ja dumm. Naja, ich mach nochmal bereit. Ich geh jetzt auf eine Sekunde. Ah, ich hab mich gekickt, sorry. Ja, ich muss. Oh Gottes Willen, das war so dumm. Ich dachte mir so, ja, es gibt bestimmt keinen. Aus irgendeinem Grund dachte ich, es gibt keinen Team Damage. Es tut mir leid. Ich glaube, der hat alle. Also, du kannst mir doch jetzt nicht erzählen, dass das nicht beabsichtigt war oder doch, so. Doch, aber ich dachte nicht, dass. Aus irgendeinem Grund dachte ich, es gibt kein Team Damage. Jetzt komm doch rein, die Leute warten. Warte. Ja, Sekunde. Wie war das nochmal? Du konntest mich einladen, oder? Hab ich gerade. Okay, Sekunde. Ist das in-game, die Einladung? Du, weiß ich nicht. Nee, ich muss die Besatzung nochmal verlassen jetzt. Ja, klar. Aha, jetzt seh ich's. Zack. Entschuldigung, das war mein Fehler. Jetzt geht's los, Leute. Nee, war meiner, sorry. bereit. Du musst dich wieder ausrüsten, ne? Ich hab jetzt gar kein. Du hast alles verloren, ich auch. Hä? Nee. Ah, doch. Ja. Na gut, ich habe ja noch ein bisschen Ersatz. Ich nehme noch ein bisschen Muni mit. Alter. MP40. Warte, ich nehm noch einen Verband mit. Und noch eine Konserve. Und eine Sacktasche. Geil, das. Okay. Ja, sollte reichen, den Rest looten wir. Und eine Konserve, genau. Aber Muni habe ich gar nicht. Doch, 10 mm. Ganz um rechts, die sind für die MP40. Ist das 10 mm? Ja. Ja. Tatsache. Und für die Mauser auch. Allein da war Tarkov schon komplizierter. Da hattest du am Anfang 6 verschiedene Munitionstypen. Das stimmt. Wie ist es denn? Ah, mit R drehen, super. Wie ist es denn mit dem Lederwams? Also gibt es auch einen Space, der nicht gelootet werden kann? Weißt du, wie ich meine? Oh ja, true, ne? Ne? Lederwams ist deine Jacke. Naja, ich mach mal bereit. Ja, ich entschuldige mich noch einmal vielmals. Du, das passiert. Dinge passieren, ja. Also, wir müssen auch nicht aufnehmen. Also, wenn dir das nicht gefällt, was wir hier machen. Ich will dich auch nicht nötigen. Nein, alles gut. Mach dir keinen Stress.
Max, wollen wir morgen Marauders aufnehmen? Das ist übel geil. Erste Aktion, direkt Marauders geschossen. Bitte mach's jetzt nicht einfach, ja. Okay. Ja, was ist denn jetzt los? Achso. Oh, guck mal, hier vorne liegt schon Loot. Oder ja, bin nimm ich mit. Nicht genug Platz, ja, moin. Okay. Ja. Okay, krass. Also Grafik ist jetzt nicht überwältigend. F-Geschützturm? Sind wir in dem Raumschiff? Warte mal. Wir sind in unserem Schiff. Wir sind in unserem Schiff. Wir müssen jetzt erstmal zu einem Gegner fliegen. Oh ja, dann lass das doch machen, oder? Ich glaube, ich mach mal die Bewegungsunschärfe aus. Hab ich schon. Die geht nicht. Die geht nicht. Okay, das heißt, wir sind in unserem Schiff. Ja, scheint so. Müssen wir das fliegen? Was war das denn? Alter, aber die Schritte sind wieder so unglaublich laut. Holy crap. Was ist da hin für eine Station? Hier ist ein Motor. V6 ist das. Nee, ist der V8. System 100%. Okay. Hä? Also, warum haben wir eine Maske auf? Naja, gute Frage. Cockpit? Ja, ins Cockpit müssen wir. Ja, das ist ja eigentlich gut, ne? Nee, hier sind wir ja gespawnt. Vielleicht können wir hier irgendwo eine Mission auswählen. Eine Mische machen. Hier, Schiff steuern. Zack. Ah, ach so. Oh. Hast du jetzt auch die Sicht? Nee, ne? Nö, ich geh in den Geschützturm. Fahr nee. Mal. Achso, ja. Aber Junge, du da siehst jetzt ja auch die Sicht von außen, oder? Junge, hast du einen Auspuff? Ja, Alter. Ich flieg mal da ist eine Station. Ja, geradeaus da. Genau. Da wollte ich jetzt hin. Treffer. Ja, grafisch sieht's jetzt aber auch nicht übel aus. Nö. Zumindest jetzt gerade nicht. Junge, was driftest du denn hier lang? Ja, ich guck gerade nach links. Also wenn ich nach links gucke, dann guck mein... der kleine Geschützturm. Ich greif da an. Herr, kann man das Schiff jetzt auch krass ver... Wir werden beschossen. Nee. Doch? Und wo denn? Ach du Scheiße! Hier, schieß sie da oben ab. Ach du Scheiße. Töte sie. Ja, ich würde ja gern. Fahr doch. Ja. Schön. Okay. Ich kann nicht. Nachladen. meinst du, es ist so ich schlau? Bin disabled. Ich auch. Ich kann nicht schießen. Jetzt. Ey, wackelt auch alles. Ist doch scheiße. Was ist das für ein Kackspiel? Warte. Jetzt passiert wieder was. Was passiert? Also ich muss immer nachladen, ein paar Sekunden. Nee, ich fliege jetzt weg. Das sind... okay, warte. Ich kann halt nicht schießen. Ja, wir sind halt, das oben rechts ist halt... Eieieiei. Wo ist denn unsere Lebensanzeige, oder gibt es sowas? Ja, das frage ich mich halt. Ich glaube, wir platzen gleich und haben doch, das halt verloren. Doch, ich schieße zurück, aber, oder? Vielleicht ist auch die Grafik buggt. Nee. Weil ich höre den Sound, dass wir... Oder ist das nur ist halt eher... dumm. Aber die Munition geht auch runter. Kannst du ein bisschen... Ja. Ich gebe mein Bestes, irgendwie auszuweichen. Ja. Also, die Munition geht runter, aber ich schieße nicht, wenn ich schieße. Schiff verlassen. Höhenintegriert reduziert. Pilotensitz verlassen. Nee. Oh, weia. Wo sind die? Wo sind die jetzt ich da? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht schießen, aber die Munition geht runter. Ist übel verbuggt. Ja, ich sehe auch, wie du dich bewegst. Ja, aber ich kann irgendwie nicht schießen. Können wir vielleicht irgendwie im Flugzeug? Hey, die sind jetzt despawned. Sind sie? Die sind in diesen Rüssel da rein, dieser Station. Flieg da mal auch rein. Ich kann mich nicht bewegen, das ist ja das Ding. Okay, dann müssen wir... Ach so, gar nicht. Nee, komm. Okay, dann müssen wir hier in den Laden reparieren, oder? Alter, ich bin fast tot. Oh ja, ich fühle mich auch überhaupt nicht wohl. Wie reparieren wir den Laden? Können wir irgendwas machen? Oh, weia. Ja, geh du mal runter. Ja, ich geh mal hier irgendwie... Hier gibt's einen Feuerlöscher. Ja, hier ist irgendwas Rotes. Ja, Feuerlöscher. Der Motor, der ist am Quallen, hör mal. Scheiße. Der Motor. Ich hab einen Feuerlöscher. Ja, nee, ich mach den gerade. Geh du mal in den Fahrersitz. Wie Fahrersitz? Müssen wir den Motor löschen? Oder nicht? Ja, meiner funktioniert nicht mehr. Meiner ist leer. Hier ist eine Rettungskapsel, die könnten wir auch nehmen. Ja, lass da rein, bitte. Ja, jeder in eine, oder? Ja, ciao. Ich hau rein. Das reicht mir erstmal. Tschüssi. Und rein. Tschüss. Aber, ja, jetzt gehe ich da rein. So, und jetzt?
Hast du dann jetzt escaped oder wie? Nee. Ja, lass da mal rein, wo er rauskam. Ja? Ja, ja. Gut, machen wir. Bist du an mir dran? In dieses gelbe Loch da rein, oder? Ja, ja. Bist du okay, mit? Okay, dann gehe ich da jetzt rein. Ja, ich kann Linksklick machen. Mach nicht Linksklick. Warum nicht? Oh. Ich bin drin. Okay, warte. Eindringen, Boost bereit. Aha. Ich flieg da jetzt einfach langsam aber sicher rein. Passiert da irgendwas? Mhm. Du bist entkommen. Okay, ja, dann gehe ich aber auch raus. Okay, das ist der Escape. Ja, geil. Escape from Marauders. Hangar. Okay, da war noch so ein richtig großes anderes Gebäude. Da müssen wir safe rein. Okay. Ins kalte Wasser nenne ich das. Hm? Ja, dann machen wir einfach nochmal. Ja, wir haben ja jetzt alles behalten, immerhin. Unser Schiff geht also, jetzt... Ja, alles gut. Also, eigentlich ist es wohl so, ich habe die Einleitung überflogen. Man dockt halt an eine Station an mit seinem Schiff und macht dann auf der Station einen Run. Verstehe. Weißt du? Ich glaube, gefühlt... Also, entern. Das Online-Game startet, glaube ich, sobald wir jetzt ein Spiel finden und in dem Schiff spawnen. Ja. Dann sind da safe andere Spieler in Raumschiffen. Ja. Und dann müssen wir halt gucken, wie wir klarkommen, I guess. Ja, und so escape man dann auch. Nicht nur, dass man auf sein Schiff wiederkommt, sondern man muss halt aus dem... Ja, aus dem Orbit, Digga. Ja. Oder wie man das nennt. Aus dem System. So. Ey, ich hab meinen... Ich direkt auch. Ist denn unser Schiff immer noch damaged? Nee, das glaube ich nicht. Willst du mal fliegen? Ja, sehr gern. Ja, dann Abfahrt. Ich guck. Nee, 100%, gut. Ja, immerhin das. Ja. Bei Tarkov hättest du das jetzt noch 10 Jahre reparieren müssen. Ja, ich bin im Geschützturm. Sehr gut. Ich gehe, die Scheiße jetzt navigieren. Mach das. Okay. So, jetzt müssen wir eine Riesenstation finden hier. Denke mal, da vorne. Dahin ist eine fette, ja. Das sieht ganz danach aus, ja. Ah, es gibt ja Boost. Auf dem Weg versuchen wir jetzt einfach ein paar Leute wegzumachen, I guess. Ja. Oder wir weichen den aus, eben lieber. Du, das, würde ich der Situation überlassen. Eben. Ich frage mich, ob es später auch so ein heftiges Raumschiff gibt, weißt du, Todesstern oder so. Das wäre auch heftig. Du fliegst einfach mit einem Todesstern lang. Das wär's. Laser ist einfach alle weg. Guck mal, da gibt es jetzt auch wieder gelbe... Ja. Da es sieht aus wie ein Hangar. Oh, ich glaube, auf uns wird schon geschossen. Nee. Die kämpfen da vorne, glaube ich. Warte. Rechts von uns, guck mal. Ja, ich sehe es. Da ist so ein kleiner Fight. Eieieiei. Zwei Stück. Ja, sonst steuer mal auf das Gelbe zu, I guess. Richtig. Die sollen sich mal kloppen. Ja, oh! Sollen sie mal. Da ist was zerfetzt. Jo, ich sehe es. Ja, das ist ja nicht so gut gelaufen, ne? Feier. Oh, unten auch. Hier sind einige. Jo. Ne, wir fliegen da jetzt rein. Oh mein Gott! Links neben uns. Alles gut. Okay, wir sind drin. Links neben uns. Es sind genau im selben Augenblick Leute ran. Okay, was jetzt? Wohin? Weiß ich nicht. Okay. Komm mit. Ja, ich bin hinter dir. Bei einem Shooter immer alles doppelt sagen, wenn es spannend wird. Engine Room. Hier brennt schon wieder. Warte mal. Okay, ich lösche erstmal die Scheiße, glaube ich. Warte, hier steht bereit. Ja, müssen wir jetzt hier in die Luken? F kann angedockt, nicht verwendet werden. Okay. Hier? Ja, dachte ich. Nee, das Ding kann einfach jetzt nicht verwendet werden gerade. Der ist alle. Ausgang. Der ist alle. Ich bin so verwirrt. Hier ist das Airlock. Warte, komm mal hierher. Hier. Wo ist hier? Hier. Airlock, ja, rein. Oder? Ja, entsperrt. Einfach Luftschleuse rein. Verwenden. Achtung, leg an. Ja, ich leg an. Das geht alles auf. Okay. Okay. Ist immer noch zu empfindlich. Geht das auch auf? Nee. Doch hier, oder? Hier, Luftschleuse verwenden. So. Ja. Soll ich machen? Ja, mach. Ja. So. Ich geh rechts hin. Das war jetzt hinter uns, oder? Ja, hinter uns ist jetzt zugegangen, jetzt geht das hier auf, glaube ich. Meinst du? Ja. Okay.
Ich hab Angst. Haben wir kurz die Fresse, ob ihr wer steppt? Nee. Ich höre nichts. Okay. Alter! Die Steps sind arschlaut. Du bist arschlaut. Okay, okay. Okay, da ist links eine große Halle. Okay, wie ist der Plan? Looten. Ja. Komm mal hier suchen. Oh, Kabel. Oh, ich nehme Kabel mit. Gott sei Dank, lass das Kabel. Was soll der Scheiß? Oh Gott! Auf mich wurde geschossen, Mayday. Ich bin hier vorne, ich bin hier vorne. Aus der Halle wurde auf mich geschossen. Okay, hier liegen auch schon Leichen. Ich glaube aus der Halle. Wie geht's mir denn? Mir geht's gut. Auf Q&E kannst du wieder lehnen. Ja, ja, ich weiß. Ja, es war aus der Halle. Okay. Hier vorne ist eine Tür aus der Halle raus. Nehme ich gerade drauf. Oh. Ah, da war er. Okay, der hat richtig Hits. Steht in der Tür. Rechts oder links? Er stand auf der linken Seite. Okay. Er ist tot. Hier liegt jemand. Ist er tot? Genau an der Tür? Auf jeden Fall ein Typ mit Bauarbeiterausrüstung oder so. Orange ein bisschen. Ja. Der liegt hier auf dem Boden. Ich flank. Ich höre rechts Steps. Ja, ich bin immer noch in dem Eingang, wo du gerade warst. Ich bin rechts im Nebenraum. Jo. Ich habe hier gerade Steps gehört. Okay, ich flankiere jetzt von der rechten Seite. Jo, ich höre dich. Ja, der ist tot. Im Eingang. Der ist tot. Nice. Okay. War das ein NPC? Ich weiß es nicht. Das ist halt die große Frage, ne? PvEVP? Ja. Okay, ich habe jetzt... denke mal schon. Aus dem rechten Raum habe ich Steps gehört. Okay. Warte mal, ich guck mal, ob der Loot hat. Ja. Ich hab nichts rausgenommen. Eine Pistole. Achso, und? Ja, das sieht nicht nach... Hörst du? Der kommt jetzt hier. Zugriff, Zugriff. Nice, 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 nice. Das war doch ein Bot, oder? Gelb sind doch bestimmt Bots. Ja, ja. Okay. Der hatte... 45er Muni. Und eine M50 Rising. Würde ich mal mitnehmen. Oh! Wenn du mit einer Dose interagierst, heilst du dich. Mit einer Dose? Ja. Das hier könnte ein Spieler sein. Was ist das denn? Oh ja, der sieht tatsächlich danach aus. Kriegsanleihen? Gott sei Dank. So, dahin liegt auch noch eine Leiche. Ja, dann komm doch mal mit, oder? Ja, ich bin hinter dir. Let's go. Ja, guck mal, du bist auch so schwarz gekleidet. Hier ist ein Beutel. Guck mal, kann ich durchsuchen. Junge, was ist denn da drin? Eine Rationskiste. Deiner Werkzeugkasten. Kann man den irgendwie aufmachen? Nee. Oh, ja, Ladies first. Mensch, danke. Gerne. Aber dieses Beschlagene muss ja nicht sein mit der Scheiße hier. Oh, Steps. Hat Hits. Ist er tot? Jawohl. Das war ein Spieler. Den hat's komplett zerrissen. Das war ein Spieler, oder? Ja, der war schwarz gekleidet. Ich weiß halt nicht, ob das stimmt. Oder ob das Mythos ist. Naja, der sieht so aus wie du. Jo, der hat Alter, der hat ja richtig viel Stuff dabei. Oh ja. Der hat tatsächlich einiges. S-Karte, irgendwas. Okay, den haben wir ja komplett weggeholzt. Ja. Gönn du dir mal seinen Stuff. Ich check mal hier, ob alles clear ist. Okay. Alles per Drag and Drop wieder, so eine Scheiße. Ja, das ist halt, ne? Okay, von mir aus können wir gehen. Nimm noch die Waffe mit für den zweiten Slot, die er dabei hat. Er läuft mir vorbei. Alter! Ich hab, also, psst. Was, wenn... Keine Muni mehr. Hier wieder was. Ich habe wirklich für die MP40 keine Muni mehr, aber ich habe mir eine zweite Waffe gegaunert. Jo, die habe ich auch, guck mal. Oh, heftig. Aber was, wenn die alle lieb sind? Ich meine, der ist gerade an uns vorbeigelaufen. So. Das kann auch sein, ne? Wobei, der eine ich hat glaube, uns geschossen. Ist Early Access. Ich glaube, der hat auf mich das Feuer eröffnet, falls du dich erinnerst. Der eine Orangene. Ja, das macht ja keinen Sinn. Ne? Okay, Orangene sind auf jeden Fall Bots. Ich schieß auf ich alles. Ich höre Steps von links. Doch nicht. Ich schieße auf alles, was ich bewege. Ist mir egal. Erstmal. Ja, same. Der hier hat auch krasse Rüstung. Nimm doch von ihm alles.
Aber ich habe eine Rüstung, die hat 10 von 10. Ich weiß nicht, wie viel der hat. Ja, aber die ist Stufe 7 okay, oder ja, so. Never fucking oder Stufe 6. Ja, ja, ja. Und der Helm auch. Der hat sogar ein Rugby-Visier. Da war ein Spiel, glaube ich, oder? Wo? Okay, was ist denn hier mit so einer Kiste? Guck mal, die kann man auch looten. Hier kann man alles looten. Aber ich habe keinen Platz mehr, tatsächlich. Okay, warte mal, ich guck mal. Interagieren, Wasser. Geil. Hab ihn. Ich trinke die ganze Zeit, ich konnte es nicht abbrechen. Alles gut, ich hab ihn. War aber auch also Bord, die, ne? Die kommt, ja, ja, die kommt plötzlich irgendwo hergeploppt. Ja, vielleicht Rushen spawnen die immer nach. Aber der hatte auch krasse Klamotten. Okay, hast du ihn aber komplett zersäbelt. Ja. Arschloch. Definitiv. Entschuldigung, also. So, 45er Muni. Aber hier Munition entnehmen? Ne, aber das ist ja 45er, genau. Hier, der. Okay, scheiß drauf. Ja, also von mir aus können wir erstmal wieder gehen. Aber ich habe halt so wenig Platz. Ich bin komplett voll. Okay, ich weiß noch nicht, was unser Ziel ist. Das ist das Problem. Looten. I guess, aber wir müssen ja auch irgendwo wieder hin. You know? Naja, wieder okay. Dahin, wo wir zu unserem Schiff halt, wo wir angedockt sind. Ja, true. Das ist ja, übrigens okay, so ein Gefängnisding, glaube ich. Gehen wir hier in die Mitte? Es scheint auf jeden Fall. Also willst du noch weiterspielen? Ja klar, warum nicht? Ja, weil ich zum Beispiel voll gelootet bin. Oh, warte mal, warte mal. Was? Hier ist eine Rettungskapsel, damit können wir auch entkommen. Ja, geil. Wollen wir? Ja klar, let's go. Warte mal. Na, warte mal, das ist doch falsch, oder? Ich glaube, du... Ja, du hast ja er jumpt da so rein. Vor allem, jetzt fliege ich ja mit der scheiß Kapsel rum. Hey! Nee, ja, warte, ich gehe jetzt auch raus. Ich kann auch an demselben Ort raus. Okay, jetzt muss ich schnell irgendwo hin. Ja, an so ein gelbes dahin. Ding. Ja, okay. Warte. Ich weiß nicht, ob du hier auch spawnst. Ja. Weil dann, ich hab's schon gesehen, dann kannst du mir einfach folgen. Wo bist du denn? Ja, ich bin schon draußen. Okay, wenn wir uns nicht sehen. Ja, ich fliege auf jeden Fall wieder zu so einem Ding. Okay, das muss ich jetzt erstmal suchen. Ah, ich seh's. Boost läuft. War schon ganz cool. Ja, doch, schon. War schon ganz nett. Auch, dass man erstmal mit so einem Raumschiff dahin reisen muss. Ja, ja. Das ist ganz nice. Jetzt raus aus dem System. Aber wir lassen halt unsere Fregatte da jetzt, ne? Also ist ja auch das ist halt die Frage. Ich kann mir vorstellen, dass das halt die ganze Zeit respawnt, egal was man macht. Ja, sein Mann hat vielleicht ein besseres, weißt du? Ja, das kann sein. Flupp, ich bin in Kopf. Das ist, okay, easy ich bin auch run. Gleich drin. Ich bin auch gleich drin. Also der eine Spieler hat ja völlig kassiert. Das muss ein Spieler gewesen sein. Der sah ja ganz anders aus. Oder? Ja. Vielleicht wird so. Das... Ah ne, Kills, 3 Prisoner. Ja, du musst cool. Jetzt auch mal gleich gucken. Ja, ich bin jetzt auch ob raus. Da ein Spieler dabei ist. Das waren Gefangene, das war so ein Gefängnisding. Reparieren. Okay. Ich habe einen Marauder getötet. Ja, geil. Das war der. Ich ein sag Marauder ja. Und zwei Prisoner. Ich sag ja. Ja, geil. Waffenmenü. Anzahl Kills 2. Erbeutete Behälter 10. Ja, klasse. Cool. Dann kann ich ja jetzt mein Inventar wieder ein bisschen leer machen. Wobei. Ich bin auch gerade dabei, ein bisschen zu gucken, was jetzt hier. Man kann leider nicht doppelklicken hier. Meine M50 Rising, nehme ich die jetzt mit trotzdem? Oder? Also ich hatte den Eindruck, dass die MP40 richtig geil ist. Ja, tatsächlich. Die aber, straight halt ordentlich weg. Aber ich habe halt keine Muni. Nicht? Du hast doch oben rechts richtig ach viel, doch, oder? Ja, ja. Also zumindest ein bisschen ja, was ja. Noch. You're right. Okay. Ja, ich wäre tatsächlich dann schon wieder bereit, glaube ich. Ja, warte mal. Jetzt gehen wir erstmal in den Handel. Und verkaufen. Ah, ja, warte. Oder dann kaufen. Dann verkaufe ich diese M50 Rising, komm mal. So. Ich habe hier eine Rationskiste, die kann ich übel heftig verkaufen. Ansonsten können wir auch herstellen. Das muss aber erstmal freischalten. Ich würde da. Ja, so einen heftigen Rucksack hätte ich gern. Ja, wir haben halt bis jetzt nur so einen kleinen YouTube-Beutel, so einen. Ja, das ist scheiße. So einen Nike-Rucksack. Okay, den kann ich aber freischalten. Für Stufe 1 und dann brauche ich ein irgendwas. Ah, die schaltet man, die Sachen hier, die man craften kann, schaltet man mit Stufen frei. Das ist ja interessant. Da gibt es ja heftige Waffen später. Aber ich glaube, es ist alles ein bisschen versimpelt im Gegensatz ja. Zu Tarkov. Ja, also ja, es safe. Ist direkt viel einfacher zu verstehen. Ja,
Weil unter dem Namen steht erstens, welche Muni du brauchst. Und du kannst sie da einfach raufziehen und es ist ohne Magazine und so. Bei Tarkov hast du ja noch Magazine und alles. Übrigens, wir können ja unsere Farbe auswählen. Dann wissen wir immer, wer ist, weißt du? Ah, wo geht das? Bei Aussehen. Aussehen, okay. Warte. Ah, ja. Körper. So, und hier habe ich einen Auftrag. Da kriegen wir auch einen Rucksack später. Von der Null zum Hellen. Ich glaube, Verträge ist echt wichtig. Okay. Liefere 3 Teile Schrott. Ich hole mir mal so einen... Ah, okay, das ist gut. Also, bei Verträge kannst du so ein Plus bei leerer Vertragsplatz anklicken. Sekunde? Ja. Ja. Ah, und dann schaltet man die Sachen unten frei. Die Alliierten benötigen für ihren Krieg noch vorhandene Militärausrüstung. Liefere 3 M1-Helme. Das klingt easy. Liefere 3 Teile Schrott, mache ich. Ja, aber genau, diesen einen Vertrag kann ich jetzt irgendwie nicht... Achso, das hat man immer, oder wie? Oh, guck mal, es gibt auch 4 Fraktionen. Das sind wahrscheinlich wie die Händler bei Tarkov. Königs, ja, und Piraten. Sick. Cool. Okay. Lass uns vielleicht erstmal neue Helme oder so, oder eine neue Farbe aussuchen. Aber guck mal, hier ist ein Auftrag... Die Alliierten haben derzeit eine schwere Fregatte zur Wartung in der Raumstation stationiert. Repariere das Treibstoffsystem, um sie wieder einsatzbereit zu machen. Heißt das, diese Raumstation ist ein Ort auf der Map und da müssen wir hin, rein in die schwere Fregatte, die reparieren und wieder reinhauen, um die Quest zu absolvieren? Scheint so, ja. Das ist ja übelzig. Ja. Okay. Ich hole mir jetzt einen Raumanzug, der komplett gelb ist. Okay. Der kostet 5000. Ich bin grün. Und ich hole mir einen Helm mit einem viereckigen Visier. Achso, da muss ich Level 3 für sein, nevermind. Dann hole ich mir... Aber wie gebe ich jetzt denn hier Sachen ab? Ist das automatisch? Weil ich habe doch hier M1-Helme, oder? Nee, ist ziviler Helm. Was ist das hier? Kampfhelm. Ziviler Helm. Tja. Verband wäre auch nicht schlecht. Joa. Also es gibt viel hier zu entdecken auf jeden Fall. Jo, definitiv. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir wieder rein, oder? Ja. Sekunde. Herrscher. Aha. Okay. Ich habe mich jetzt ein bisschen customized, ne? So. Ich habe eine Kriegsanleihe ja gelootet gehabt. Bringt 14.000. Oh, damn. Jo. Holy shit. Na gut, dann mache ich mal bereit. Achso, sehr angenehm, wie das hier mit Gruppe und Lobby und so funktioniert. Das fand ich bei Tarkov immer sehr anstrengend gemacht. Oh ja, da gab es ja keine Lobby. Du musstest so während der Spielersuche beitreten. Richtig dumm. Ja, geil. Dann würde ich sagen, du siehst, wie ich aussehe, wie so ein Larry. Und du hast so einen Baseballhelm, okay. Ja, ich weiß nicht, ob das live ist, aber ja. Hast du bereit gemacht? Ich habe bereit gemacht, ja. Du auch? Ja, ich auch, aber... Okay, dann lad mich nochmal neu ein. Ja. Ich kann dich nicht rauswerfen. Dann löse ich mal auf. Geht auch nicht. Hm. Also wir sind in einer Gruppe, aus der wir nicht raus können, die aber auch nicht starten können. Das ist ja doof. Ja, müssen wir jetzt neu starten? Warte mal, ich habe jetzt mal eine neue erstellt. Bin ich jetzt bei dir raus? Nee. Ich glaube, ich muss neu starten. Ja gut, dann mache ich das auch kurz. So, machst du wieder auf? Ja. Nice. Okay. Alle 15 Minuten gibt es einen anderen Fraktionshändler oder hat er neue Angebote? Wenn man die Quest macht für die Fraktion, hat er immer bessere Angebote. Ah. Ja, jetzt ist ein Typ mit einem roten Helm. Ne? Wer anders als ihr. Oh, eine Wasserflasche gibt es da zu kaufen. Da shopp ich doch mal. Oh, und eine andere Waffe. Ja, gut. So ein Helm auch. Geil.
Dann mache ich nochmal unsere tolle Besatzung. Bitte, ja. Und das lade dich. No friends are playing Marauders. So, ja, warte, ich weiß warum. Habe ich eben kurz offline gestellt. Ach, du Schlitzohr. Ja, jetzt bin ich da. Vielleicht war es deshalb auch. Wahrscheinlich. Starten das Spiel neu. Gut, bereit? Ja. Und los geht's. Yippie! Siehst du, wie ich aussehe? Hübsch, oder? Ja, gelb, ja. Sehe ich. Ja, hübsch gelb. Aber das ist auch so ein, wie heißt es? So ein Pastellgelb. Ja, es ist so ein bisschen Senf. Nur halt ein bisschen entsättigt. Ein bisschen Senf. So, wir haben mal schön an den. Alter, schreit der hier rum. Ich gehe hier ins Geschütz, hör mal. Okay, ja. Ja, wohin? Ja, da geradeaus, ne? Das wäre ja wieder das Gefängnisding wie eben, ne? Ja, ja. Ja. Aber ich glaube, es gibt nur das gerade. Na, das ist die Frage. Weißt du, wie ich meine? Ah, ja, ja. Nee, ich glaube tatsächlich, mehr werden wir hier nicht finden. Bist du dir sicher? Ja. Meinst du? Ja. Oh nee. Hört auf. Warum schießt du jetzt auf die, hör mal? Ja, weil die auch geschossen haben, hör mal. Auf uns? Nee. Es gibt wirklich nur die eine Station. Ich glaube schon. Da hinten ist ein Extract. Hinter uns ist ein Extract. Ach du Scheiße, der Turm schießt auf uns. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Wie, hab ihn? Oh Gott, da oben auch. Da oben ist auch ein Turm. Ich lad nach, warte. Ich versuch ein bisschen zu dodgen. Junge, Junge, Junge. Was ist denn hier los? Wie sieht sie denn aus? Wie sehen sie aus? So, Rainer. So. Okay. Ja, jetzt müssen wir auch wohin müssen. Einigermaßen. Ja, sorry. Also du bist Senfgeld, einfach übelst Senf. Ich bin Senfgeld. Du bist senfgelber Footballspieler. Ich glaube hier war es irgendwo, oder? Oder? Ja, ja, nee, hier, guck mal. Ja, hier sind wir eben losgerannt. Ja, du hast ja recht. Hier, Airlock. Duck. Duck. Mensch. Wir rushen jetzt rein, positionieren uns. Bring alle um. Bring alle um. Ich muss Marauder killen für eine Quest. Mach das. Mach jetzt hier oben. So, ich positioniere mich hier und lehne mich hier um die Ecke, hinter diesen Propangasflaschen. Ja, nicht gegenschießen, bitte. Auf jetzt. So, wo sind sie? Ja, aber heißt das, wenn wir im Level sind, dass jederzeit irgendwo eine Tür aufgehen kann und da Dudes rauskommen? Ja, das hier, wir sind jetzt bei der Kitchen gespawnt. Ich höre von rechts Steps. Hier, ja, ist direkt ein Board vor dir. Hat überlebt. Oh, komm näher bei dir. Ja, da kommt noch einer, da kommt noch einer. Ich hab ihn, da ist aber noch einer oben. Zwei weitere. Lass sie herkommen. Ja. Er kommt bei dir. Oh. Heilige Scheiße. Okay, ich esse die Konserve. Iss mal Konserven. Ja, mach ich. Oh, weia. Okay, wir haben übrigens nur 22 Minuten Sauerstoff. Ah, das ist ja auch interessant. Ganz oben links über deinem Charakter. Oh Gott. Also ich nehme mal den Helm mit. Ja, meiner hat auch nur 5 HP, der hat jetzt mehr. Ich habe jetzt auch diesen tollen Helm wie du. Super. Okay. Puh. Hier ist irgendeine... Aha. Alles mitnehmen, was du kannst. Alter, hier klappert's aber unter deinen Füßen. Da liegt einer oben drauf. Okay, interessant. Die Frage ist das eine Leiche? Da rennt oder einer, oder? Nee, warst du. Nee, hier draußen irgendwo. Ja, vor uns da quasi. Ja. Oh, ich glaube, die kommen gleich rein. Oh. Ich gehe rechts raus. Ich weiß nicht, ob ich das tun würde. Ich sehe die ja hier. Okay. Hinter mir. Ich komme jetzt auch durch den Engen durch. Hab einen. Wo ist er? Da ist auch down. Ja. Okay, ich habe auch einen dahin. Ich bin ultra low. Ja, dann, ich kann dir was droppen. Hier, Verbände. Dankeschön. Liegen hier vor mir. Huh. Oh, weia.
guck mal, was er hatte. Junge, Junge, Junge. Der hat eine abgesägte Schrotflinte dabei. I see. Es ist vor allem eine Zweitwaffe. Eine ja. Aber auch fast okay. Kaputt. Ich glaube, dahin habe ich einen Spieler erledigt. Bin mir nicht sicher. Kann sehr gut sein, ja. Und sogar zwei Leichen. Okay, hier ist irgendein Gegenstand. 9 mm. Jo, das war ein Spieler, glaube ich. Jo. Geil. Alter, der eine Waffe! Und Morphium hat er auch. Sheesh! Oh, meinst du, ich kann mir das mal reinballern? Vielleicht heile ich mich dadurch. Ich habe nur 50 HP. 5,5 hier. So. Hier habe ich nicht die Muni. Okay, also ich habe eine MP5, Digga. Geil. Hier ist Morphium, genau, hol dir das rein in Rachen. Okay, mach ich. Und ich bin absolut full life. Okay. Ja, das hält mich tatsächlich ziemlich hoch. Nice. Der hat gar nichts ausgehalten, aber der hat auch keinen Helm. Ich glaube, deswegen habe ich ihn one-tapped. Okay. Also 55 HP. Wollen wir mal probieren, ob wir jetzt theoretisch auf... Aber wenn wir jetzt auf unser Schiff gehen, werden wir ja erschossen. Warum? Aber, also... Naja, weil da 1000 Türme waren. Ja. Die Frage, die ich mir stelle, könnte man jetzt rein theoretisch einfach wieder schon hier in sein Schiff zurück und reinhauen? Eine gute Frage. Ich glaube schon. Lass es mal probieren. Ja, ich glaube, du kannst einfach andocken. Schlüsselkarte des Captains einführen. Ja, wir können wieder zurück. Ja, ich habe auch eine. Aber wollen wir? Nö, wir können weiter. Okay. Dann let's go. Auch wenn ich sehr, sehr leckeren Loot habe. Aber hier in der Küche gibt es doch bestimmt Essen. Siste? Nee, ein Kabel. Stimmt. Kabel. Ja, klar, dann würde ich mal. Haus dir rein. Verleib es dir. Drücken. Oh Gott, Alter. Den hat's zerrissen. Nice. Die kommen immer so plötzlich, ne? Jo. Das. Ja. Hat der was zu heilen? Nee. Also Munition ist ein Ding. Ich habe jetzt nur 17 Schuss. Oh ja, hier vorne ist noch eine Leiche. Die haben auch keine... Das ist doch ein Spieler, oder? Der hier könnte tatsächlich ein Spieler sein, aber nee, ist glaube ich eine Leiche, die hier normal liegt. Ja. Die hat nicht so ein Inventar. Okay. Okay, wollen wir... Oh, was war das gerade für ein Schuss? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Ach, da drüben, im... Okay, nice. Er rennt da lang. Ja, aber... Der hat halt auch nur eine Pistole, Mann. Geil, ich habe noch einen Verband gefunden. Ich spiele jetzt mal mit Pistole. Ja. Oh, nice, eine Konserve in meinen Mund. Desinfektionsmittel. Ich höre Steps bei mir. Er kommt angerannt. Ich weiß gerade nicht, wo du bist, tatsächlich. Ach, hier, da bist du. Okay. Hier rechts um die Ecke ist er. Okay. Und dann nochmal rechts. Ja, ich höre ihn. Zum Workshop ist er rein. Jo. Er kommt. Gerade. Schön. Sehr viele NPCs, ne? Jo. Auf engem Raum. Ich glaube, es gibt da in dem Spiel keine Schatten gefühlt, oder? Ja, doch ein bisschen. Ja, hier doch. Ist irgendein krasser Room. Das ist einfach heftig laut. Hoppala. Hallo? Steps, links. Junge, der rennt genau wie der Schotti in mich rein. Hab ihn. Geht sie gut? Nein! Ich hab kein Healing. Ich hab kein Healing. Verblute ich? Der hat nichts. Nee, ich hab keine Statuseffekte. Okay. Ja, meine Pistole hat ihn einfach nicht gekillt. Kam wahrscheinlich auch nicht durch die Rüstung durch oder so. I don't know. Der Pistol ist ja vielleicht schwer. Ich muss reinhauen. Ich hab 5 Leben oder 7%. Okay, dann lass uns extracten. 7%, kein Healing und keine Munition. Scheiße. Ja, okay, dann lass uns verpissen.
war das hier? Ja, ja, hier hoch. Nicht mal am besten vorgehen. Ja, mach mal. Okay, hier sieht's auch noch gut aus. Keine Kondition. Junge, 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 Junge. Brino, Brino, Brino! Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh Gott. Hat der Muni? Nee. Ja, dann weiter. Ja. Wo war das? Hier. Hier geradeaus, ja. Meine Fresse, ey. Ich bin der Captain. Ah ja. Ich bin der Captain. Ich bin der Captain. Gut. Meine Fresse. Reingehauen. Wieder schauen. Ja, jetzt müssen wir nur irgendwie entkommen. Ja, aber das kriegen wir ja auch. Junge, ich habe eine M16, nicht MP4. Was habe ich vorhin gesagt? M4 oder MP5? M16 habe ich. Ja, ich glaube, das ist MP5 oder so. Aber auf Schiff. Ja, schön 5 AP. So. Ach, home sweet home. Ja, jetzt würde ich aber gerne wissen, ob und wie wir die Scheiße erstmal reparieren, bevor wir ablegen. Du meinst jetzt den Motor und so? Ist der denn kaputt? Ja, ja. Wir wollen nur über abgeknallt. Naja. So. Wo geht wieder? Nee, nee. Da muss noch nachgelegt werden. Ich muss aber immer eine Waffe abwerfen. Das ist ein bisschen nervig. Ja, ja, ich mach, ich mach. So. Schön. Sehr gut. Klasse, okay. Echt klasse. Dann würde ich sagen, ab an die Geräte. Ja, bitte. Schön die Treppe hoch. Ja, jetzt hat man sich auch langsam zurechtgefunden. Ja, ja. Irgendwann weiß okay, man und mal, Abfahrt. Wo die Wege nach oben führen. Wo lang? Okay. Ich glaube, in die Richtung. Vor uns wäre wieder ein Turm. Richtig. Korrekt. Schön, schön. Zack. Schön. Das ist heftiger Kollateralschaden. Guck mal, hier unten ist doch irgendein Schiff. Ich glaube, es ist einfach nur ein Trümmerteil, oder? Nee, 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 das ist eine Fregatte. Weiß ich ja nicht. Oder? Ja, aber es ist ein Trümmerteil, hör mal. Aber jetzt hier ein bisschen in Deckung. Ist auch ja, schön. Ja, schön raus. Du mit deinen 5 HP hier kannst ja hier nichts mehr, ne? Ja, das Schiff nicht. Das Schiff, gut, das stimmt. Was ist denn, wenn wir jetzt hier gegen so einen Felsen... Ach, weißt du was? Ich will es eigentlich gar nicht herausfinden. Na gut. Ja, wir wollen da oben in das gelbe Loch. Ins gelbe Loch wollen wir. Jo. Ist ja klar. Ich habe hier so einen schönen 100 mm Einzelgeschützturm. Kann man bestimmt auch upgraden. Ja, das ist halt die Frage, was man jetzt so alles... Also, den eigenen Charakter upgraden, beziehungsweise besseres Item, bessere Ausrüstung bekommen, das habe ich verstanden. Ja. Zack. So, aber warum ist man zum... Ist das jetzt... Man ist nur auf dieser Map wegen Early Access? Oder wie läuft das, weißt du? Müsste man sich eigentlich mal durchlesen. Wir haben natürlich... Wir als YouTuber haben natürlich das Geld und haben einfach mal dieses Spiel für 30 Tacken gekauft, ist ja klar. Natürlich. Alter, ich sehe so kacke aus gerade. Mein Gott. Ja, ist alles nicht so der Look, ne? Nee, nicht wirklich. Aber ist okay. Töte einen Marauder, Belohnung einsammeln. Das war wirklich ein Spieler. Zack. Ja, klasse. Geil. So, ich baue jetzt aber auch langsam... Jetzt bin ich Stufe 4. 10 mm Muni. Heftig. So. Schließen. Was können wir jetzt noch hier? Schönes. Warte, erstmal Ausrüstung. Ich hätte gern so Doppelklick als Mechanik. Naja. Ja, Doppelklick wäre tatsächlich gar nicht mal so übel. Aber was willst du tun? Ja, das ist so es halt, ne? 45. Ja. Naja. Naja. Ja, ich könnte auch tatsächlich schon wieder los, wenn es jetzt drauf ankommen würde. Ich hätte halt gern die richtige Muni für meine M16. Ja, da brauchst du bestimmt so 5-6er Muni, oder? So wie in anderen Spielen. Warte mal. Hier. Freischalten. Stufe 14 kriegt man erst die Munition. Eieiei.
Bist du deiner Zeit schon voraus. Und die 10mm Muni kriegt man erst mit Stufe 6. So, und jetzt einen schönen Rucksack. Das kriegt man. Ist ja noch ein besserer Rucksack. Hier, so einen schönen Tornister. Stufe 5. Okay. Ich bin schon Stufe 2. Torpedowerfer. Junge, Haubitze. Okay, hier können wir das Schiff upgraden. Schwere Fregatte. Okay. Yo. Heftig. Junge. Okay. Irgendwann halt. Hier ist M1-Helm. Kriegen wir Stufe 10. Alter, das ist ja. Man muss halt erstmal richtig reingriden, ne? Ja, bevor ja, ja. Bevor man da easy, ne? Jetzt ist die Frage, können wir unsere Items, unsere Waffen customizen? So wie bei Tarkov, you know? Das ist halt auch. Wenn ich halt hier Waffenmenü, rechtsklick, Waffenmenü. Ja, man kann auf die MP40 beispielsweise einen Stock machen und einen Muzzle. Also irgendwie einen Schalldämpfer oder so. Mhm. Wenn du rechtsklick auf eine Waffe gehst, kannst du da so ein Waffenmenü öffnen. Aber jetzt nicht so. Wie sieht's denn aus mit der. Ja, ich habe halt auch noch nicht so viele Waffen. To be honest, sehe ich noch gar nicht so viel. Na gut, dann würde ich mal hier alles reparieren. Oh ja, wie geht das? Naja, du gehst auf Ausrüstung, dann machst du Rechtsklick auf die Items reparieren. Ach so, ja. Okay. So, ich habe leider wirklich. Was ist denn das hier überhaupt für eine Waffe? Terminator. Was braucht der für Munition? Waffenmenü. So. Terminator? Kaliber 12? Das ist die Schrotflinte. Ja, aber okay. Also mein Problem ist einfach, ich habe noch 10mm Tool. Aber nicht mehr viel. Ja, bei mir wird es auch langsam knapp tatsächlich. Aber ich habe ultra viel 45er. Ja. Okay, also wir müssen, wenn du bei Herstellung auf Munition gehst. Ja. Da kann man 10er Munition, 10mm Munition freischalten. Dafür braucht man aber Level 6. Ah, ja, ja, I see, okay. Und Waffen auch, sehe ich da unten. Und du kannst Sachen verschrotten. Will ich aber nicht. Ja. Das wurde jetzt instant gemacht. Uff. Scheiße. Okay, und daraus stellst du dann wahrscheinlich Munition her. Ich habe gerade meine M16 verschrottet. Naja, oh, kacke. Nuklearkanone? 309.000, what the fuck? Naja, klar. Jetzt auch eine schöne Machete. Die hat ja auch 10mm, ist ja scheiße, die Pistole. Hier, was braucht die? 9mm, die Uzi, die kaufe ich. Bei 9mm habe ich ordentlich. Uzi? Die 9mm findet man auch hier. Ja, beim Händler war eine Uzi. Ah ja, I see, I heard. Gut, dann würde ich die auch mal kaufen. Für die Zukunft, ne? Hat aber nur 20 Schutz im Magazin. Ja, da kann man aber das Magazin anscheinend verbessern. Ja. Uzi-Stütze. Okay. Da kann ich eine Uzi-Stütze kaufen. Geil. Dadurch ist jetzt Rückschlag und irgendwas anderes noch besser. Besser? Ja, ja, geil. Alright. Ich würde noch einen machen wollen, wa? Ja, ja, ja. Also jetzt wirklich? Ja. Okay. Mach jetzt keinen Stress, aber. Ja, dann mach doch mal wenigstens bereit. Na klar. Wenn du es so dringend hast. So. Naja, ich mag halt Videospiele. Ich würde halt gern auf eine andere Map. Ich habe aber auch schon so viel Geld. Geil. Was also zugegeben, wir haben ja auch erst 2 Runden gespielt. Es kann ja auch sein, dass jetzt einfach 2-mal hintereinander dieselbe kam. Okay, ich muss unbedingt 3 Pistolen vom Typ 1911 mitnehmen. Ja, machen wir. Sind das die hier? Nee. Also da muss ich Pistolen jetzt einsammeln, ja? Weil durch Aufträge habe ich richtig hart gelevelt. Bin jetzt schon Stufe 4. Echt? Ja. Schisch. Und Level ist hier ja alles. Holy shit, du kannst ja so viel freischalten. Ja. So. Ja, dann fliegen wir mal. Ja, ich gehe wieder ans Geschütz. Das ist schon wieder die gleiche Map, glaube ich. Ja. Ja. Nee. Nee, das ist was anderes. Knall mal den Turm ab, genau. Schön.
Got it. War gerade das hinter uns? Nee. Das ist ja, dann hatten wir, das ist hatten wir eben tatsächlich einfach nur zweimal dieselbe. Da frage ich mich direkt, wie viel Map gibt es? Und gut, die sind ja alle auch recht klein, ne? Oh, wir werden beschossen, glaube ich. Nee, links neben uns. Okay. Wir gehen da oben rein und haben Spaß. Alter! Höckerflug. Oh. Höckerflug. Und rein in den Kanister. Und rein. Ja, doch alles gut funktioniert. So. Jetzt töten wir erinnert ein bisschen an Battlefront. Ja, true. Star Wars Battlefront, wie man da so richtig in den gegnerischen Hangar reinlandet. Ist doch geil. Abfahrt. Wir übernehmen jetzt das Schiff. Zugriff. Okay. So, initiiere Druckausgleich. Jungs, sieht auch alles wie so alte Technik aus Russland aus. Ja, ja, aber halt mega Sci-Fi und Raumstation und klasse. Jetzt mach doch auf! Arthur, geht los. Lass doch mal den Spiel ein bisschen Zeit. Geht los, Stärzig. Ich sehe nichts. Ja. Aber der Schein täuscht. Trügt. Okay, hier ist nichts. Ich höre Steps. Bist du ganz hinten rechts oder wo bist du? Ich bin links neben dir. Ah. Okay. Hier kann man alles looten, Diggi. Das ist tatsächlich wahr. Eine Sacktasche. Eine Sacktasche. Oh, kann man nicht in seine Sacktasche tun? Und Staubsauger. Ja, hier. Hör Steps. Steps, ja, ja. Hab einen. Links neben uns auch. In der ja, die Treppe, glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Ja, guck du mal die mit. Ich check die Treppe. Okay. Treppe, Treppe, der hat richtig kassiert. Tot. Nice. Gut, gut, gut. Okay, ich bin jetzt auf der Treppe. Ja, ich komme mit hoch. Ja, ja, schon, der ist hier reingekommen, okay. Okay, ich geh nach oben. Ja, lass mal kurz stehen bleiben und lauschen. Ja. 9 mm, das ist adios. Einer draußen. Uff, okay. Fuck, auf mich wurde geschossen. Weißt du von wo? Nee, draußen irgendwo. Okay, okay. Ja, hier drauf. Links oben. Hab ich. War Bot? Nee, Spieler, ja, oder? Ich glaube schon. Sieht aus wie Spieler. Okay. Hier sieht's relativ safe aus. Dann kommen wir hier runter. Ja. Ich höre, glaube ich, noch mehr Steps. Guck oben. Safe oben. Noch einer, noch einer. Oh mein Gott. Das ist ein Spieler, wenn der so anhält. Okay. Ich mag's. Wie viel Leben hast du? Wie viel Leben hast du? 82%. Lass beide rauspushen, oder? Hier oben rauspushen? Mhm. Okay. Ready? Ja. Looks good. Creepy, der Bereich ist auch so komplett leise, ne? Jo. Lass mal kurz stehen bleiben. Wir haben den jetzt auch gar nicht gelootet. Hier vorne ist eine andere Schleuse. Ja, ja, ich sehe es. Wollen wir zurückgehen, den looten? Können wir machen. Wir können aber auch da vorne mal ins Haus rein. Zum Beispiel, da ist auch, glaube ich, mega viel Loot. Aber lassen wir erstmal looten, den tollen Bus. Ja, ja, genau. Den Bre, wolltest du sagen. Den Bre. Okay.
Aber der kam hier oben angesprintet, hör mal. Boah, Alter! Ja, Ludo. 45er Muni. Der hat halt auch nur so eine Pistole dabei. Hat er sich safe. Das war das Letzte, was. Okay. So, hier draußen hatten wir. Genau, den hatten wir auch erledigt. Der hat eine interessante Waffe. Nehme ich mal mit. Okay, dann. Ja. Ja, dann lass uns mal hier rüber. Hier war ein dickes Haus, was man looten kann. Oder dickere Häuser. Vorne geht's auch rein. Könnte dann gleich unser Ziel werden. Gut. Ah, ist ein Labor, Labor, Labor. Oh! Oh! Schoki! Hier, Max, das für dich. Hier ein Schoki-Riegel. Gönn lecker! Dir. Ja, aber bist du nicht angeschlagen? Nee. Ich habe noch eine Konserve gefunden. Oh, Schoki! Hey, hier ist ja auch was. Ein Band. Das natürlich haben wir hier im Labor Schoki, ne? Also ich. Chemikalien. Medikamentenkiste. Das ist ja klasse. Ein Band, ein Metallblech. Ja, das Metallblech habe ich auch, da weiß ich jetzt nicht so richtig. Nee, das lasse ich hier, das passt nicht mehr. Okay. Na gut. Okay. Schön hier raus. Ja, ich habe das Gefühl, wir sind schon ziemliche Platzhirsche, ne? Jetzt gerade. Chemikalien und nochmal Band. Also, wir machen die Leute schon ziemlich nass. Hier ist eine Rationskiste. Hammermäßig. Kannst du mit der Rationskiste, kann man die aufmachen? Das weiß ich nicht. 300er Magnum-Muni. Alter, ich liebe Magnum-Eis. Also nicht. Oh, auf uns wurde geschossen von... Ja, ich seh ihn. Hab ihn headshottet. Jo. Ein Schuss, das war ein Spieler, safe. Nein. Das war ein Bot. Der hat meilenweit zu hoch geballert. Alter, die Map ist locked. Warte mal, ja. Geh mal zur Seite. Du kannst da links einfach vorbei, ne? Also. Nee. Oder doch? Ach ja. Ja, aber rechts ging's nicht. Nee, das war kein Spieler. Guck dir den an, oder? Oh, hier ist noch einer. Hab ihn. Oh, lol. Da, die Pistole brauche ich für meine Quest. Den 199 Stamp. Ready. Hier ist ja krass. Alter, ist eine Plantage. Jo. Ist einfach auch riesig alles, ne? Jo. Siehst du noch irgendwelche Brees hier? Nee. Aber das ist halt wirklich eine Plantage. Krass. Ja. Ich bin auch schon wieder voll gelootet. Also eigentlich wäre mal ein geiler Rucksack geil. Ein geiler Rucksack geil. Eigentlich wäre geil. Ja, die Bots zu looten bringt ja echt fast gar nichts, ne? Wir sind für Quests. Da ist einer, Spieler! Da ist noch einer hinten. Ja. Kannst du sagen, wo? Ja, geradeaus, wo du reinguckst. Der leckt irgendwie, oder? Fuck you. Lol, der hat fuck you gesagt. Hab ihn. Der hat fuck you gesagt, es gibt Voice Chat. Warum wissen wir es nicht? Voice Chat? Wirklich? Ja, ja. Okay. Dann war also das der Spieler? Ja, ja, der hat fuck you gesagt. Er hat auch ein bisschen geleckt irgendwie, oder? Ja, kann sein. Da schießt noch jemand. Scheiß auf mich. Ja, ich sehe ihn. Das Problem ist, ich habe nicht mehr so viel Leben. Ja, dann komm mal hierher zu mir. Ich hab hier noch einen Verband. Wo bist du? Hier in diesem Haus, in dem Betonhaus direkt vor dir. Okay, du weißt, dass auf der anderen Seite der Spieler ist? Ja. Okay, vielen Dank. Ja, ich muss halt näher ran mit der... Hast du den gelootet, der fuck you zu mir gesagt hat? Hab den Spieler hier, oder den anderen. Ist er tot? Ja. Den habe ich nicht gelootet, nein. Weil dann geschossen wurde. Das war ein Bot. Okay. Okay, dann lass mal zum Spieler. Hier ist noch einer. Hab ich.
Boah, Alter, was ist denn hier los? Noch einer. Hey, noch einer. Okay, ich muss kurz nachladen. Links. Boah, Alter, schön, steht schön, der schön. Vor mir. Ich sehe es, du hast ihn komplett weggefetzt. Alter. Okay, ich geh mal hier die Treppe hoch. Junge, der hat ja heftiges Gear. Bist es du, der Step? Ich bin die Treppe hoch hier. Ich höre jetzt auf zu. Der hat einen M1 Helm. Damn. Damn, son. Also diese scheiß Kiste bringt ja nichts. Ja. Ich crouch jetzt gerade hier nochmal weiter hoch. Bin jetzt in der zweiten Etage. Okay, ich komme mal hoch. Wir haben den einen Spieler immer noch nicht gelootet, by the way. Ja, true. Alter, lass du jetzt einmal den Spieler looten, der Fuck you gebrüllt hat. Brauchst du eine Aspirin? Ja. Hier ist einer drin in dieser tollen Tasche hier. Brauchst du eine Aspirin? Geil, es heilt. Hier ist 762er. Muni. Alter, ja, eine Sniper wäre ja so geil, ne? Ja, das wäre tatsächlich sick. Weiß nicht, ob die was wert ist halt, ne? Ich würde so gern wissen. Also, ja, wir können mal in die Options gucken wegen Voice Chat, aber. Warte mal, ich mach das kurz. Ist hier jemand? Ich mach das kurz, warte. Audio, nee, Video, nee, Steuerung, ja. Tastenbelegung. Funkgerät-Rucksack. Achso, du kannst auf F1 beleidigen. Ah. Schätzige, ich hab ein Funk... Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Okay, ich habe hier tatsächlich einen besseren Rucksack. Man kann leider nicht Rucksack in Rucksack machen. Oh ja, das ist ja eine Riesentüte hier immer. Aber das ist auch so ein Funkrucksack, vielleicht höre ich dann besser. Fuck you. Okay, okay. Fuck you. Jetzt lass den Spieler looten. Attack. Attack. Fuck you. Attack. Attack. Fuck you. Attack. Okay, dann attacken wir jetzt. Okay, ja, aber ich habe jetzt keinen Sprachchat gefunden. Fatag! Fatag! Attack! Fuck you! Fuck you! Okay. Hä? Aber so kann man ungefähr sagen, wo man ist, ne? Also wenn du in der Nähe bist, so bist du das hier? So, fuck you! So, hier kamen wir, glaube ich, rein. Fuck you! Nee, hier kamen wir nicht rein. Wir kamen... Dann eine weiter. Ja, wir kamen hier rein, glaube ich. Okay, hier. Ja, da ist unser Gang, wo wir rauskamen. Ja, hier kann man. Ja. Da muss ja hier vorne irgendwo sein. Spring nicht von... Ach nee, da ist auch so ein Gang. Nee. Spring nicht von so Höhen runter. Da tut man sich richtig übel weh. Ja. Wir haben nur noch 11 Minuten Sauerstoff. Oh, good to know. Vielleicht sollten wir gleich mal einen Rückweg an... Mhm. Hier vorne ist er gestorben, glaube ich. Ja, hier. Von links. Hab ihn. Yes. Und was hat er dabei? Der hat eine PPSH. Das ist sick. Er hat Kupfer. Ach, deswegen war er auch sauer. Ja, und 10mm Muni. Ja, nimm mal mit. Dann ich lass es dir gut gehen. Dann lass mal zurück. Wir brauchen vielleicht auch ein Weilchen. Okay. Fuck you. Fuck you. Es ist Attack. Es gibt halt Fuck you und Attack. Ja, mehr brauchen wir ja auch nicht. Cover me. Nee, 4 ist cover me. Follow me. Enemy spotted. Hold position. Hold fire. Help. Help me. Help. Help. Help me. Ja, es sind so die ganzen F-Tasten. Die ganzen F-Tasten durch sind so. So, den habe ich gerade weggemacht. Nice. Also irgendwie räumen wir halt ordentlich auf. Jo. Also aber hier ist der wir müssen jetzt los. Hier ist der abgeschirmte Bereich. Ah, Entschuldigung. Alter, da ist ja richtig Loot drin. Ja, dann lass mal weiter. Das ist bestimmt wie... Oh, hier, guck mal, wir können hier so eine Dings nehmen, so eine Rettungskapsel. Ciao. Wenn wir... Wenn wir Bock haben. Fuck, rein hier. Ey. See ya. Yo. Ja, gut, dass du es sagst. Ah, dahin.
Also ich habe das Gefühl, vielleicht gibt es ein Matchmaking, dass wir halt nur gegen so Noobs spielen, die gerade auch erst das Spiel ausprobieren. Das kann sein, ne? Wobei, der hatte eine M16, der eine. Also. Ist nicht, also wenn du Glück hast und die findest, kann er halt, also da hast ja auch, brauchst du ja keinen Skill für. Ja. Guck mal, der Sauerstoff, der zählt hier draußen auch noch. Lol, was? Ja, also wir müssen... Krass. Wenn man entkommen will, muss man auf jeden Fall mit ein paar Minuten plus rechnen. Ja. 1 bis 2. Heftig. So, da war er erfolgreich. Ich bin mal sehr gespannt, wie viele Spieler wir gekillt haben. Jo. Das muss, wird interesting. Jo, wir haben auf jeden Fall zusammen einiges umgeholzt. Ja, definitiv. Okay, ich habe 5 Raider weggemacht. Raider? Ja. Das waren wahrscheinlich dann für die Station die Bots. Also ich habe 7 weggemacht. Auch nur Raider? Ja, nur Raider. Okay, dann. Krass, okay. Hm. Anzahl Kills 7, erbeutete Behälter 24, ja. Ja gut, Raider. I mean, bei Tarkov ist ja auch so, dass die einen durchbeleidigen. Ne? Fuck you. Oh, hier Schoki. Oh, zack, zack, zack. Mac-10. Jo, diese M1, die ich habe, das ist so eine AR, die macht schon nochmal ein schöner One-Shot, ne, auf Entfernung. Die ist lecker. So, der Helm wurde, glaube ich, direkt eingetauscht? Nee. Aber, also, wie gebe ich den denn jetzt ab? Ich muss einfach 3 haben, oder wie? Krass, ich muss sie aufheben. Ja, gut. Oh, ich bin jetzt auch einfach schon Stufe 5. Damn. Naja. War ja auch erfolgreich, ne? Ne? Oh, hier kann man jetzt beim Händler gerade 10mm Muni kaufen. Da habe ich schon euch eingekauft gerade. Das ist wichtig. Ja, okay, aber ist schon ein cooles Spiel, muss ich sagen. Warte, ist das eine Sniper? SVT 40? Ja, oder? SVT? Ja, kann sehr gut sein. Boah, reparieren ist aber auch teuer, Digi. Ne? Ist schon... So, und die hier kann ich da jetzt auch verbessern. Da habe ich mir gerade einen schönen Stock geholt. Geil. Gut, Upgrade aber auch nur ein bisschen. Ja, ich bräuchte nur ein Level, dann wäre heftig. Ah, MAR, genau. So, Verbände kann ich mal freischalten. Das ist doch wichtig. So, was kostet der? Einfach nur ein Band. Okay, und das da hat man dann auch... Okay, ich stelle gerade was her und dann hast du unten so verschiedene Slots, die belegt werden und da tickt dann so ein paar Sekunden. Also für so einen Verband dauert es zum Beispiel 15 Sekunden, dass er hergestellt wird. Ah. Ne. Und wir können tatsächlich... Ich könnte auch schon ein neues Schiff freischalten. Aha. Auch heftig. 10 mm Munition kann man sogar herstellen, weil da... Und eine leichte Tasche. Oh ja, die hole ich mir. Da ist die Frage, ob das so ein Rucksackding ist oder noch was anderes. Ist ein kleiner Militärrucksack, steht da. Okay. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon einen besseren. Das kann sein, ne? Ich hole mir den jetzt. Ich stell den her. Kostet 2 Bänder. Achso, nee, da brauche ich Synthetikband. Ja, ja, ja. Jetzt. Was für Munition braucht die denn? 54R. Gut. Ist jetzt 32er. 54R. Zack. Zack. Was ist denn M712? Oder M712? Das ist bestimmt eine Waffe, die wir noch nicht haben. Mhm. Okay, ich repariere die einfach mal auf, wenn es teuer ist. Und heb die mir mal auf. Also mit der Uzi ist schon sehr nice, weil 9mm hast du halt eigentlich hier noch rumliegen, oder? Ja. Findest du auch andauernd bei Gegnern. Wobei ich jetzt natürlich sehr viel 10er habe. Das heißt, als nächstes würde ich, wenn, dann die MP40 mitnehmen. So, aber ich kann ein paar Sachen verkaufen. Wie so ein Kackhelm. Noch so ein Kackhelm. Jo, das Blech kostet 46. Was? 300er Magnum. Ach, hier habe ich 762er. Okay, das wäre ja richtig Sniper-Money. Ja, die scheiß Säcke hier kann ich verkaufen, glaube ich, oder? Die schlechte MP5. MP.
MP40 kann ich euch auch wegjeten. Ja. Ja, Stärzig. Ich würde sagen, waren gute Runs. Es waren tatsächlich gute Runs. Also mir gefällt an dem Spiel, dass es wirklich viel, viel simpler ist als Tarkov. Also man joint, finde ich, als jemand, der das Spiel oder so eine Art von Spiel nicht kennt, viel einfacher rein. Ja, ist einsteigerfreundlicher. Macht aber natürlich auch irgendwo auf der anderen Seite dann den Charme von Tarkov aus, ja, dass es so komplex ja auch, ist. Ja, deshalb spielen es ja auch mega viele. Ja. Aber ja, ich muss auch sagen, es ist halt ein schmaler Grat. Ich meine, wenn du schon in so einem Genre dein Spiel platzierst, darf es auch nicht zu simpel sein. Das stimmt. Ich fand jetzt die Kämpfe, also die Bots sind wirklich heftig scheiße. Ja, das stimmt auch wieder. Die bei sind Tarkov wirklich sehr kacke. Ja, ja, bei Tarkov musst du sie respektieren. Ja. Da drehen die sich auch gerne mal innerhalb von 0,1 Sekunden um und geben den Headshot. Ja. Naja. Ja. Okay, Leute, cool. Schaut doch bei Stärzig vorbei. Und wir sehen uns in dem nächsten Video. Tschüssi.